Herr Theierer. Aus Weißrussland. Echte der Hallen-EM 2013 und weißrussische Meisterin 2011. Genauso wie für Eleonore Hallin aus Schweden. Eleonore Hallin aus Schweden, die schwedische Meisterin 2011 und 12 im 100-Meter-Hürdenlauf. Neunte der Hallen-EM 2013. Claudia Rath, bei ihrem vierten Antreten im Vorjahr war sie nicht dabei, aber 11. 2010 und 13. 2011 konnte sich nicht für die Olympischen Spiele qualifizieren in einer sehr starken deutschen Mannschaft. Frankreich, Marisa de Anisetto, 26-jährige Französin, auch schon über 6000 Punkte. Schwer. Und auch Caroline Schäfer aus Deutschland ist zum ersten Mal in Götzis am Start. 21-jährige Athletin, die schon 11. bei der Europameisterschaft im Vorjahr war. Also 13,7. 13,6 wäre jetzt schon eine gute Zeit für die Laufsiegerin. Guter Start von Claudia Rath in der Mitte. Schwedin Hallin kommt aber jetzt auf mit ihrer Bestzeit von 13,70. Gewinnt sie in 13,55. Bravo. Wir nähern uns immer mehr der 13-Sekunden-Schallmauer. Starke Verbesserung für Eleonore Hallin, die 25-Jährige. Auch schon offiziell bestätigt die Zeit. Bravo. Nächste persönliche Bestleistung. Und auch Claudia Rath, die routinierte Deutsche, darf sich freuen, bleibt nicht weit hinter der Schwedin zurück und gewinnt oder erreicht in 13,64 als Zweite das Ziel. Auch für sie eine Steigerung in der Bestleistung, gleich einmal um 1300 Sekunden. Also da gibt es schon einiges an Verbesserungen vorzuweisen. Und wenn wir jetzt ein Beispiel von Claudia Rath hernehmen, 13,64, 1030 Punkte im Siebenkampf. Knapp unter 14 Sekunden bleibt die Weißrussin Netzwertajewa in 13,90. 14 Sekunden genau für Marisa de Anisetto und 14,01 für Caroline Schäfer, die Deutsche. Sie alle knapp über ihrem persönlichen Rekord in einem Siebenkampf. Wir vergleichen hier natürlich immer nur die Leistungen, die in einem vollständigen Siebenkampf erbracht worden sind. Viele Athletinnen haben in den Einzeldisziplinen natürlich schon bessere Zeiten, Meter, Sekunden, was auch immer erbracht, aber das ist natürlich ein unfairer Vergleich, wenn man nur eine Einzeldisziplin bestreitet, gegenüber dem Mehrkampf über zwei Tage. Deshalb vergleichen wir nur die Leistungen im Siebenkampf miteinander. Ja, die Schwedinnen mit gutem Beginn. Eleonore Hallin in 13,55, Laufsiegerin